Vor allem ein Thema sorgt für Unmut und beschäftigt die niedersächsischen Fischer, die sich in Neuharlinger Siel zur Verbandsversammlung trafen. Die Havarie des Schiffes MSC Zoe. Anfang Januar hatte der Frachter 342 Container verloren. Die Container, die sind nun mal über Bord gefallen und die sind abgesoffen und die liegen da unten in Stücke herum. Und da wir Grundschleppnetze benutzen, also unsere Fischereigeschirr, die über den Boden schleppen, dann kann es vorkommen und es wird vorkommen, dass wir so einen Container oder einen Containerrest treffen und dann ist das Netz kaputt, weg. Und im schlimmsten Fall ist der halbe Mast auch noch über Bord. Man muss sich das vorstellen, ein 100-Tonnen-Schiff mit 5 Seemeilen, was abrupt zum Stehen kommt, dann geht was kaputt. Was wollen Sie denn dagegen unternehmen? Da können wir gar nichts unternehmen. Wir haben einen Rechtsanwalt genommen, der eventuell MSC Zoe verklagt, wenn was passiert. Aber sonst, man kann die Dinge vom Fischgurter aus nicht orten. Ein weiteres Thema, das die Fischer belastet, sind die zunehmenden Gebietsverluste. Wir verlieren zu viele Gebiete durch Baggerung, Windparks, Naturschutzgebiete. Das ist genau, als wenn ein Bauer seinen Acker verliert und so geht uns das im Moment. Wir haben bald keinen Platz mehr zum Fischen. Trotz der Probleme haben die Fischer ein erfolgreiches Jahr 2018 hinter sich. Mit Speisekrabben und Frischfisch ließen sich gute Umsätze erzielen. Die Muschelfischer hatten dagegen mit geringen Verkaufsmengen und niedrigen Preisen zu kämpfen. Insgesamt fingen die Fischer in 2018 12.638 Tonnen Fisch. Im Vorjahr waren es 9.908 Tonnen. Der Gesamterlös lag bei 37,5 Millionen Euro. Rund 1 Million Euro weniger als im Vorjahr.